Happy Welcome zu einer neuen Folge Pokémon Themen. Heute treten wir mit deinem League of Legends Team. League of Legends ist das Spiel, in dem 60% der Community behaupten, mit deiner Mutter geschlafen zu haben. Das Spiel, in dem du mindestens 10 Zeiten gehst. Eine Person mit dabei ist, die sich nun tatsächlich offensichtlich das Verletzung rum. Und ich muss gestehen, ich spiele es auch immer wieder. Und deswegen dachte ich mir, bauen wir einfach mal ein Team draus, da viele Pokémon parallel zu League of Legends Champions sind. Und deswegen haben wir mit dabei Panferne als Wukong, Vibirio als Molibär, Rabigator als Renekton, Arctos als Sanivian, Darkrai aka Nocturne und die Nachtform von Wolverhoek aka Varwick. Auf die Sets werde ich im Laufe des Spiels eingehen, deswegen würde ich sagen, starten wir mal direkt in den Kampf. Let's go. Ich bin gespannt aufs Gegnerteam. Ich habe nämlich gesagt, dass wir mindestens ein Über dabei haben werden. Deswegen. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir starten einfach mal. Wir liegen instant mit Wukong. Ich gehe nicht stark davon aus, dass da wirklich mit Rudon geleadet wird, um die Tarnstellen rauszubringen und dann so ein bisschen mit Brüller rumzuspielen, weil das halt so das Standard-Set ist, denke ich mal. Egal. Auf in den Kampf. Ich muss gestehen, ich bin sowieso richtig heiß auf den Kampf, da ich vor meiner letzten Leistung echt enttäuscht bin. Ich habe nicht gut gespielt, ich habe das Team auch eher zusammengewürfelt, also wirklich zusammengestellt. Ich habe die Pokémon genommen, die halt da waren, um das Mord zu erwischen, und das hat halt wirklich an der Leistung gezogen. Deswegen habe ich hier jetzt ein Team zusammengestellt, das viel besser aufeinander abgestimmt ist. Rudo, der läuft. Wenn man keine Idee hat, nimmt man so was. Ja. Oh Mann. So. Wir gehen instant für den Verhöhner. Ich rechne nämlich ganz stark mit Tarnsteine. Wenn es das schon noch Zeit ist, wenn nicht, natürlich ein Problem. Optimal. So. Jetzt ist die Frage, wird er auswechseln oder wird er angreifen? Ich rechne mal wirklich ganz, ganz stark jetzt mit dieser gewissen Erdbebenabgang ist oder Abgrundklinge, wie auch immer das heißen mag. Dafür haben wir den Konter mit dabei. Gehen wir all in und oh! Gefällt mir, muss ich gestehen. Da kommen jetzt erst die Schadenfolge durch, denn. Bye bye. Ah, aber gut zu wissen, dass da die Sonne dann direkt verschwindet. Wusste ich nicht. Ich dachte, das ist wie mit Dürre. Oder. Die Fähigkeit von Grubak, dass die Sonne da ein bisschen länger drin bleibt. Gut, ich würde jetzt gerne auf jeden Fall nochmal die Tarnsteine legen, um da nicht zu sein. Und damit hat Wukong dann auch seinen Zweck erfüllt. Ich meine, man hat Grubak rausgenommen, das ist jetzt mehr als ich erwarten kann. Hat Wukong super gemacht. Und bevor ich gesteigert werde, ja, alle Pokémon haben die Spitznamen ihrer League of Legends aber Darkrai nicht, da ich ein Event Darkrai habe, kann ich das nicht umbenennen, konnte ich den Spitznamen nicht ändern. Deswegen heißt es nicht Nocturne, also Verzeihung. So, der Gegner wird sowieso auswechseln, das kommt uns aber gelegen, denn wir gehen straight auf den Set Rückenwind. Um nicht einfach nur schneller zu sein, der Z-Rückenwind erhöht halt auch noch die kritische Trefferchance. Und da dachte ich mir, kann man mit Anivia bestimmt ordentlich Schaden drücken. Also zumindest etwas. Wird mir, um ehrlich zu sein, in Pokémon Schwert und Schild fehlen, die Z-Attacken.
War ich am Anfang auch nicht begeistert von, aber im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass sie doch ganz cool sind. So. Kraftreservebogen. Dürfte einiges drücken. Wenn nicht sogar alles. Oh, leider nicht. Schade. Aber der Donnerblitz drückt alles. Da ist Anivia leider nicht so aufgegangen, wie ich mir das gewünscht habe. Das ist aber kein Problem. Denn wir haben noch Renekton. Und Renekton ist unterwegs mit dem Balschall und der Hochmut. So, ist jetzt die Frage. Drin bleiben wird er nicht. Wird er wechseln? Die Frage ist, in was? Ich gehe einfach mal wirklich auf den Abschlag. Er bleibt drin, okay? Der Abschlag reicht. Akku, okay. Kann man mal probieren. Mal sehen, was da kommt. Und es kommt Hono. Gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hono uns jetzt mit einer Attacke direkt rausnehmen kann. Wir bleiben auf Abschlag. Schneller sind wir alle mal. Und es reicht. Das ist gut. Wir wollen ein defensives Song. Na gut, es hat schon 50% verloren, ne? Ach, da überlege ich gerade. Zygarde kann, wenn ich mich nicht irre, kann Zygarde Fokusstoß haben? Kann Zygarde Fokusstoß haben? Ich bin mir da gerade ziemlich unsicher. Ich wechsle lieber aus. Ich bin mir echt nicht sicher. Ja, der Fokusstoß, schade, hätte Nocte und Darker auch effektiv getroffen, ist bei mir aber definitiv sehr, sehr gut ausgelegt, deswegen hätte es da weniger Schaden gemacht. Gut, wir gehen straight auf den Unlicht, aufs Irrlicht. Wutanfall. Drückt denn doch schon eine Riff? Nicht, dass er einen Wutanfall wirklich abfangen kann. Wow, ganz knapp überlebt. Bleiben drin. Jetzt zu wechseln wäre halt richtig unnötig. Wir werfen da an der Stelle ab. Da kommt die Verwirrung. Jetzt erst gescheckt zygar.de. Ja. Hat einen Moment gedauert. Ist die Frage. Ich denke nicht, dass er drin bleiben wird. Er wird höchstwahrscheinlich auswechseln. Und
Das werden wir jetzt nutzen. Gehen deswegen auf Hagensprung. Eine Initiative, um unsere Initiative zu verdoppeln. Dein Ende! Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden wir jetzt machen. Mit Rudiger. Ich wusste nicht genau, was ich jetzt auf Rudiger genau spielen soll, deswegen habe ich einen Expertenwort mit dabei. Was mich jetzt im Nachhinein wirklich ein bisschen ärgert, weil die Coverage nicht so ultra ist. Mal gucken, was der Eisstoff-Fall zieht. Er kommt, er trifft natürlich ziemlich genau und ja. Oh, wir kriegen den Flinch. Ja, das ist jetzt, das ist lecker. Wir bleiben bei Eisstoff-Fall. Er wird, wenn ich mich nicht irre, hat er nichts, was er jetzt einwechseln könnte. Und das ist das Ende für dein Ende. Aber Respekt, wirklich, dass das Mewtwo nicht mit einem Megastein gespielt wurde, denn das wäre jetzt schon ziemlich assi gewesen. Also. Aber wir haben auch extrem Glück gehabt, dass wir Protogrudon so gut rausnehmen konnten. Ice Safari Go. Ja, wir können jetzt bei dieser Frage bleiben, das Ding ist durch. Ich habe mir gerade unschlüssig, was genau eure Umkehr nochmal bewirkt. Schutzschild. Okay. Wird wohl den Hagel versuchen auszusteuern. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall eine gute Idee. Jetzt nochmal in den Hagel zu gehen, wäre halt dumm. Ich weiß halt nur nicht, ob wir schneller sind. Was haben wir denn noch so? Ich will jetzt nicht irgendwie. Ach. Sehr ist in uns. Okay, er ist sowieso verbrannt. Wenn er schneller ist, wird er uns nicht mit einer Attacke rausnehmen können. Nein. Und das war's für Zygarde.de. Freut mich. Freut mich sehr. Also gewisse Dings. Schade. Gewisse Aktionen habe ich da jetzt nicht ganz verstanden. Aber das Problem war auch wirklich, dass wir direkt Grudon aus dem Spiel geworfen haben. Und ich glaube, dass er mit Grudon da auf eine gewisse Strategie aus war, die uns dann doch ganz schön reingedrückt hätte, denn in der Regel spielt man Grudon ja wirklich mit Tarnsteine und Brüller, um damit halt wirklich so viele Pokémon wie möglich anzuschütten. Ganz oft sieht man dann auch noch Attacken wie Toxin. Also das hätte uns dann wirklich in so eine Range bringen können, in der er dann mit Pokémon wie zum Beispiel Mewtwo problemlos hätte durchsweepen können. Na, ich glaube, das, wo Kong da Grudon rausgenommen hat, war schon verdammt wichtig. Also hätten wir den nicht aus dem Spiel bekommen, ich weiß noch gar nicht, ob wir irgendwas hatten, was gegen Grudon angekommen wäre. Denn, ja, Sibirio, also, war ja komplett physisch. Anivia war halt speziell ausgelegt, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass das wirklich gereicht hätte, da der Spezialangriff von Arctos relativ niedrig ist. Also, da hätten wir schon auf den Crit hoffen müssen. Darkrai war halt defensiv ausgelegt, Volvox ist halt auch physisch, also da hätte uns Grudon wirklich das Genick brechen können. Aber war ein guter Kampf, hat mir gefallen. Das Team von mir hat mir auch diesmal gefallen, also
Man hat gemerkt, war besser aufeinander abgestimmt. Ich konnte leider nicht alles ausprobieren. Ich fand es auch sehr schade, dass Anivia so früh K.O. ging, also Arctos, aber naja. Win is win, kann man nicht meckern. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und morgen wird es kein Themen-Battle geben. Ich werde die ganze Reihe wirklich von Montag bis Freitag durchziehen und am Wochenende werde ich dafür andere Videos hochladen. Also wenn ihr Bock habt, ruhig was anderes anzugucken, wie gesagt, abonniert den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall am Montag wieder. Wie gesagt, Montag bis Freitag lade ich jetzt wirklich die komplette Woche über Team-Battle-Kämpfe hoch. Die nächsten Teams sind auch schon aufgebaut. Also die nächsten Teams sind auf jeden Fall wieder aufeinander abgestimmt. Nicht so wie im letzten Match, sondern alles schon gut zurechtgelegt. Und ich werde auch probieren, dass ich als Set spiele, die jetzt nicht so häufig gesehen sind. Also klar, man kommt nicht immer drum rum, wie jetzt zum Beispiel bei Sibirio und bei Renekton, aber ich werde schon probieren, da so ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ansonsten, welche Teams es sind, werdet ihr dann sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!